Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ja, wir sind beim letzten Mal in Liga 3 aufgestiegen. Und einfach mal gucken, was so das nächste Spiel so bringt. Wir spielen jetzt nochmal mit dem Team. Wobei, das andere hat nicht volle Fitness wegen Itoba. Deswegen, ja, und auch Pogba. Deswegen wir mit dem Team jetzt nochmal spielen. Also mit hier Chupomoting, Inform und so weiter. Und dann vielleicht irgendwann demnächst mal ein neues Team bauen. Weil das schon wieder mit Chupomoting, das ist mir ein bisschen zu offensiv. Aber da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher, ob ich mal ein neues Team bauen sollte oder nicht. Aber gut, ist egal. Unser nächster Gegner heißt French Hess oder so. Er hat einen Liga 1 oder Liga 1 Team. Mandanda hat er. Weißt du, ich weiß genau, sein Mandanda wird jetzt alles halten. Ist einfach so. Weil der Inform bei mir so scheiße war, wird der jetzt alles halten. Ist einfach. Ist, muss so sein. Oh, ja, prima. Oh, ja, na, lol, läuft bei uns. So, da oben steht jemand frei. So, komm, schieß da mal. Schön. Wie er den Ball wieder hält. Aber gut, der Schuss war, glaube ich, ist auch nicht so platziert. Von daher wäre das schon in Ordnung, dass der Ball nicht reingeht. Ich müsste mal mit Draxler von außen schießen, glaube ich. Ah, der Ball. Der Pass. Ach, Mann. Ich werde mir aber mal bis zum nächsten Mal, glaube ich, so ein neues Team überlegen. Was zusammenbauen mit Vidal wieder natürlich. Und vielleicht auch. Nein, nee, Pogba ist ja im anderen Team, das geht nicht. Aber mit Vidal auf jeden Fall. Aber ein. Oder vielleicht einfach das Team ein bisschen umbauen, dass es halt ein bisschen defensiver ist. Das wäre eine Idee. Aber da muss ich halt nochmal gucken. Unser Gegner, De Gea, wunderbar, zauberhaft. So, bisschen lucky, aber egal. Fuck, ey. Ah, der Ball war aber auch nicht so gut. Ich finde es phänomenal, wie der Ball jedes Mal zum Gegner zurückspringt gerade. Okay, jetzt haben wir mal einen Ball. Ist auch mal ein schönes Gefühl. Okay, keine Ahnung, was er da für eine Drehung macht, aber soll mir egal sein. Den holt man dann da natürlich ganz sicher. Das ist auch, sah jetzt nicht so schwer aus, den zu halten. Ah, da muss ich vielleicht einfach mal weiter nach innen ziehen. Was ist das denn? Kann man den Ball nicht irgendwie mal mitnehmen oder so? Aber der Ball war natürlich zauberhaft, ja, war richtig gut gespielt. Und den Ball habe ich. Ich verliere ihn direkt wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Der Gegner steht gut, aber ich verstehe nicht, warum der dann immer jeden Fehlpass, den ich spiele, automatisch abfängt. Na gut, das klingt jetzt irgendwie schon wieder logisch, ne? Wenn ich das so sage. Nice, auf Draxler hier, schön gespielt. Der passt, ne? Der passt überhaupt nicht. Ach, war ja fast witzig. Ja, mit solchen einfacher, mit so einer einfachen Scheiße rennen die an mir vorbei. Aber es kann ja irgendwo nicht sein. Schon wieder. Ja, es ist aber halt dann auch kein Foul irgendwie, ne? Nie ist das Foul. So, Cellini jetzt mal hier. Wir müssen jetzt irgendwie mal nach vorne kommen. Wir haben jetzt, glaube ich, bisher einen Torschuss mal abgegeben und der war nicht mal gut.
So. Ja gut. War nicht so überlegt, aber ist egal. Ja, man, dann da, also bei den Aktionen natürlich, das waren jetzt nicht so viele und nicht so schwere Aktionen. Aber bisher macht er echt einen guten Eindruck bei dem Gegner. Ist natürlich klar, ne? Weil ich spiele ja nicht bei mir. Da will er bestimmt wieder. Na gut. Flanken will er. Ach komm, immer so eine Scheiße hier. Ja, und meine Spieler, die kommen dann genau diesen halben Millimeter nicht ran, ne? Oh. Komm, den Ball hast du. Ja, nice. Oh Mann. Ich glaube, ich bin einfach nicht reif für Liga 3. Es ist einfach... Ah, gut, da habe ich Glück gehabt. Wenn ich halt schon wieder sehe, wie der Gegner hier... Ich weiß nicht, ob der das geplant macht oder ob das einfach nur Glück ist, ob der einfach nur auf den Ball geht und halt jedes Mal den Ball so bekommt, weil... Ne, ich kann ja machen oder dribbeln, wohin ich will. Der Gegner kommt am Ball. Und der hat auch die wesentlich besseren Torchancen bisher, ja, und... Gut, das war jetzt wieder so eine Aktion, ne? Den hätte Rufier genauso gehalten. Und zwar genauso scheiße. Aber ich frage mich halt echt, was die Gegner immer so drücken oder was ich so halt nicht drücke. Ah, scheiße. Und dann habe ich keinen Glück. Ja, ja, der Gegner, der kann jetzt wieder dribbeln, wie er will. Der kommt an jeden Spieler hier vorbei. Ach, der dreht sich halt einmal rum, ne? Und jeder Pass kommt an und... Ja, das ist halt dann typisch. So, komm. Das Ding ist halt auch, meine Spieler sind einfach zu langsam. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Aber es gibt dann auch kein Foul. Also das ist schon ein bisschen ärgerlich. So, jetzt kann er wieder durchrennen. Oh mein Gott. Ja, Halbzeit 0-0. Ich weiß nicht, so ein scheiß Spiel. Gegner hat mehr Schüsse und... Ja, ich habe wie immer mehr Ballbesitz, aber das bringt mir halt rein gar nichts. Ja, also ich kann einfach nicht zufrieden sein. Ich weiß nicht warum. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach keine Chancen mehr kreiere. Und wenn ich dann halt mal so weit vorkomme, dann fängt er dann direkt wieder ab. Ja, und hier, ja, brauche ich glaube ich nichts zu sagen, ne? Das ist phänomenal, ganz ehrlich, also wie dort einfach halt 30.000 Leute gefühlt stehen und ich komme halt einfach nicht durch, das ist phänomenal. Mit so einer Scheiße kommt er halt dann wieder durch, ne? Das ist, da kommt er jedes Mal so frei vors Tor. Warum? Warum? Wie geht das? So, komm, Vidal. Schon wieder. Jetzt mal ernsthaft, wie geht denn das? Ich reg mich hier langsam so richtig auf. Weil der jedes Mal tackelt und jedes Mal rankommt. Wenn ich mal so tackeln würde, ich würde nur ins Leere tackeln. Das kann doch nicht sein. Hier schon. Komm, das ist doch unrealistisch. Ja, ich tackle hier jetzt schon wieder. Und tackle nur ins Leere. Was soll denn das? Bitte, ernsthaft. Schon wieder. Ich bin schon am Ausführen des Tricks, ne? Und er tackelt mich trotzdem ab. Er grätscht rein und kriegt den Ball. Und sauber geklärt natürlich. Ja, Pace. Oh, nee, ey. Es ist echt zum Heulen hier mittlerweile. Ja, genau. Und in solchen Situationen... Ja, muss er natürlich den Ball wieder hinspielen. Ja. Ich habe aber auch gerade richtig Glück, ne? Er hat schon so oft, stand er frei vom Tor, hat die Chance nicht genutzt.
Ja, und ich krieg halt einfach den Ball nicht durch. Ja, okay, gut. War klar, dass er nicht reingeht, aber... Oh Mann, ich glaube, ich bin einfach gerade viel zu durch, um hier irgendwie was reißen zu können. Wenn ich schon wieder den Pass sehe. Vor allem, wo mein Spieler halt hinrennt und wo der andere Mitspieler den hinpasst, ne? Ey, da kriege ich schon wieder Halt. Direkt wieder zum Gegner. Oh mein Gott. Ja, das ist leider dann halt mal kein Glück, ne? Gut, da muss ich jetzt nicht mal mich drüber aufregen, dass der nicht reingeht. Weil das wäre nicht verdient gewesen, einerseits. Und andererseits wäre das halt wieder so ein typisches Lacktor gewesen. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie kann er denn jeden Zweikampf gegen mich gewinnen? Jetzt mal ernsthaft. Wie geht das? Ey, das ist echt phänomenal. Der hat halt nicht mal so Spieler, die jeden Zweikampf gewinnen sollten. Aber trotzdem gewinnen sie es halt, ne? Ja, und schon wieder hier so eine Scheiße. So, komm jetzt. Ja, das war wieder überhastet. Aber es funktioniert. Es muss dann halt noch dazu kommen, dass so ein Ball einfach an den Pfosten geht. Beziehungsweise an Slotten, Lattenkreuz. Das ist dann einfach so. Da führt dann halt kein Weg dran vorbei. Das ist dann halt einfach so. Und ich glaube, das ist wieder so ein Spiel. Ich darf es nicht gewinnen. Das geht einfach gerade nicht. Es sind so kleine Entscheidungen oder kleine Momente, wo einfach nichts geht. Aber ich glaube, da kann das Spiel nichts für. Das ist einfach... Ah, schade. Ich würde so gerne hier ein Siegtor machen, ne? Auch wenn es so unverdient wäre. Aber es sei mir halt einfach nicht gegönnt. So, David Lewis ist wieder vor mir. Ja, und jetzt geht's los. Ich sehe es jetzt kommen. Das Ding ist durch. Gegner wird gleich führen. 3, 2, 1. Und null. Naja, klar. Ist halt so. Das Schlimmste daran ist ja eigentlich, dass ich es vorausgesagt habe, ne? Ich meine, gut, ich kann ja oftmals sagen, das ist jetzt das Tor. Ja, und jetzt gibt es auch noch mal. Nein. Aber es ist nicht unverdient, also... Der Gegner hat einfach in der ersten Halbzeit viel besser gespielt und... Ja gut, in der zweiten Halbzeit nicht mal so, aber trotzdem ist das Ding insgesamt so verdient. Und da kann ich mich auch eigentlich nicht beschweren. Mach's aber trotzdem. Weil ich will ja ungern nur Spiele verlieren, aber... Es ist halt jetzt, sag ich mal so, so. Es ist ja jetzt, sag ich mal so, so. Oh Mann, aber naja gut, ist aber nicht verdient. Also, was heißt ist nicht verdient? Es wäre nicht verdient, wenn ich hier noch ein Tor gemacht hätte. Von daher geht das voll in Ordnung. Also,
Es ist ärgerlich, aber naja, gut. Oh Mann, ey. Ja, aber hier sieht man es auch nochmal. Hier sieht man es auch nochmal. Also Gegner hatte 6 Schüsse, ich hatte 4 und naja. Ballbesitz hat sich dann auch so relativiert. Da war ich in der ersten Halbzeit noch um einiges besser. Hat der Gegner dann aufgeholt. Naja, gut. Am Ende ist es nicht unverdient, sagen wir mal so. Vielleicht auch nicht unbedingt verdient, aber unverdient auf keinen Fall. Also das geht schon voll in Ordnung so. Nur es regt mich halt auf, wie der wieder zu dem Tor kommt in der zweiten Hälfte. Warum habe ich jetzt so viel Coins gekriegt? Was war da los? Was habe ich verkauft? So, ich habe meinen Landa verkauft. Surprise, surprise. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Haut rein, bis dann und ciao.